Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es Call of Duty Advanced Warfare, das Ganze vom Bote HD. Nee, wie heißt denn der Hurensohn? Warum habe ich das Fenster jetzt so klein gemacht? Entschuldigung. Ja, echt, ohne Scheiß, ey. So, 3, 2, 1. Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es vom Boot HD Clan ein trockenes Herrschafts-Gameplay. Call of Duty Advanced Warfare mit der Ball, mit Magazinerweiterung Schaft und Vordergriff auf der Map Green Band. Und der Kollege räumt hier ordentlich mal auf. Aber darum geht's nicht. Ihr habt gebrüllt, ihr habt gegrölt, ihr wollt mal wieder ein Duel haben. Also habe ich mir jemanden geschnappt, auf den ich ziemlich stolz bin, der quasi momentan das Streamen in Deutschland revolutioniert, und zwar den Jimpanse. Oh mein Gott! Alter, so bin ich ja schon lange nicht mehr vorgestellt worden. Vielen Dank, Commander Krieger. Hallo, ja. Es geht um Streamen. Warum hast du jetzt hier ein hier Dingens da, Call of Duty Gameplay? Ich meine, Battlefield ist doch wohl der Scheiß, den du auch recht häufig spielst in letzter Zeit, oder? Das, was ich auch gleich im Stream spielen werde, Hardline. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin in Hardline noch nicht so derjenige, der es richtig zum Knacken bringt. Mhm. Ich habe dafür den Todan Cape vielleicht schon mal irgendwie gehört. Ist Consolero, dann wahrscheinlich nicht. Genau. Nein, sorry. Auf jeden Fall mit einer der tightesten Motherfucker, die es in diesem Spiel gibt, hat irgendwie jetzt ein 81er Gameplay gerissen, also 81 Kills gemacht. Mhm, läuft. Wo ich schon sagen muss, Respekt. Und wenn ihr da das sehen wollt, dann dröhnen wir das auch rein. Der Problem ist, der schafft es nicht aufzunehmen. Der ist zu blöd dafür. Also er schafft es nicht, die Elgato zu bedienen und da irgendwie mal auf Aufnahme zu drücken. Irgendwie keine Ahnung, was da los ist. Soll es auch geben. Aber ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, etwas, was ich langer Zeit mal wieder nicht auf meinem Kanal gezeigt habe. Und es sind ja momentan die herausragenden. Die Weltmeisterschaften, die alle interessieren. COD-Weltmeisterschaften. Ich halte mich da zurück. Ich sage dazu gar nichts. Ich möchte jetzt hier keine Stimmung für irgendwas machen. Ja, ich mache heute die Commander-Krieger-Meisterschaften. Mache ich heute wie jeden Tag auch im Streamchen. Mhm. Und genau so sieht es ja aus. Also ich muss sagen, wenn man bei dir reinschaut, man denkt ja schon wirklich, das ist TV-Format, ne? Manchmal ja. Also ich sag mal so, ich unterteile das mittlerweile in Streams. Logischerweise, klar, macht man da auch ab und zu den absoluten Entertainment-Stream und baut das schon so mit verschiedenen Szenen so auf und macht ein bisschen Chaka hier, bum bum da, hast ein paar Gäste, hast ein paar Zuschauer mit dabei und so weiter und so fort. Manche Streams gehen wirklich schon so in so ein TV-Format über. Das ist absolut richtig. Ist auch witzig, ne? Ich muss auch wirklich sagen, ich habe ja bei dir schon das ein oder andere Mal reingeschaut und ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf dich. Dankeschön. Ich bin wirklich ohne Scheiß. Das ist jetzt kein Geschleime hier oder so. Ich finde es wirklich krass. Wenn man mal bedenkt, so, du warst ja der zweite Padawan. Das haben ja auch schon viele gesagt. Padawan, kommt das nochmal? Oder ja, Padawan war so scheiße. Wie siehst du denn Padawan? Sollte ich nochmal Padawan machen? Was ist denn so deine Meinung? Also klar, du hast dadurch profitiert, aber wie würdest du so die Zukunft davon sehen? Also ich bin natürlich auch schon häufig dazu gefragt worden, weißt du, ob Krieger nochmal einen Padawan macht oder wie war das überhaupt und etc. Also ich persönlich habe das als natürlich positives Event oder Projekt halt auch aufgesehen. Es hat sich jetzt beim zweiten Mal wirklich ein bisschen lange hingezogen. Das wäre mein Feedback, meine Kritik daran. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, ich würde mir wünschen, dass nochmal ein dritter Padawan vielleicht dazukommt, beziehungsweise dass du nochmal so ein Projekt vielleicht in absehbarer Zeit oder irgendwann Ende des Jahres vielleicht nochmal in Aussicht stellst, weil ich persönlich fand das sehr geil. Es hat einem nicht nur auf der, ich sag jetzt mal, Bewusstseinsebene da irgendwie was gebracht, sondern auch einfach so mal so gezeigt, was es so für Möglichkeiten halt auch gibt. Und alleine die ganzen Gespräche, die man zwischen den Padawanen mit dir und so weiter halt hatte, das hat jeden nach vorne gebracht, glaube ich. Ich muss auch wirklich sagen, das ist das Schöne. Also wir haben ja immer noch den Kontakten, ist ja immer noch da. Viele haben ja gesagt, warum macht der Jim bei dir nichts mehr auf dem Kanal? Wo man einfach auch sagen muss, wo ich dir so ein bisschen, ja, ich nenne es mal vorsichtig, ein Verbot ausgesprochen habe. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite fehlt aber auch die Zeit. Das ist ja das größte Problem dabei, ne? Ja, also es ist halt so ein Hin und Her. Auf der einen Seite schreiben die Leute halt, schon wieder Jimpanse, ich habe dich abonniert, weil du bist und bla 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 bla. Auf der anderen Seite ist es halt auch mal schön, sagen wir es so, man profitiert ja auf beiden Seiten miteinander und voneinander. Das heißt, dadurch, dass der Jim da ist, ich meine, ohne Jim glaube ich nicht, dass mein Streaming so ausgereift wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, oh, sehr nee, muss ich wirklich sagen. Ja, ist okay. Ich nehme das gerne an. Man Danke. Nimmt sich da ja auch Inspiration. Bei euch heißt es immer, der kopiert sich Sachen ab und so. Nee, es sind Inspirationen. Und ich glaube, der normale Zuschauer versteht auch gar nicht, wie das läuft. Du siehst was bei einem Streamer, du unterhältst dich mit dem Streamer, fragst, wie hast du das gemacht, kann ich das auch so machen oder wie blablabla. Dann spricht man sich so ein bisschen ab und das ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Ne? Also
Das es hat mit Kopieren für mich gar nichts zu tun, wenn ich sehe, dass jemand. Ich habe einmal richtig was geklaut. Und zwar, ich weiß nicht, bei welchem Streamer das war, da habe ich halt gesehen, dass der im Hintergrund so ein Video hatte, was so ein Loop quasi, der die ganze Zeit da im Kreis lief und was schön aus anzusehen war. Und ich habe mir gedacht, das will ich auch haben. Und das war gerade so zur Weihnachtszeit, wo ich so ein bisschen Schnee haben wollte. Und habe mir das dann auch so ähnlich gemacht. Und da habe ich aber eine bitterböse Nachricht gekriegt, dass ich das von ihm geklaut habe. Ach. Mhm. Ja, die Leute gibt es leider. Also ich persönlich bin immer, ich freue mich halt eher, wenn man eine Inspiration für andere vielleicht ist oder wenn sie einem, wenn man so eine Idee liefern kann. Ich habe ihn ja nicht erwähnt. Das war ja, wie machst du das auch beim Streamen? Dann machst du vielleicht mal eine Stunde was zusammen oder das ist halt schwer zu machen. Also Streaming ist halt kein Videocontent. Das ist ja eben der riesengroße Unterschied. Und klar, wenn man sich was eins zu eins abguckt, okay, was kann man da großartig machen? Aber wie gesagt, ich freue mich immer, wenn Leute das irgendwie als Inspiration sehen oder das vielleicht auch nachmachen. Und ganz ehrlich, mein Layout ist ja mittlerweile darauf ausgerichtet, es ist so simpel und minimalistisch wie möglich, weil ich will einfach wenig Zeug im Weg stehen haben. Okay. Ja, aber so ein bisschen Spielzeug ist doch immer schön. Ja! Muss so schnick sein. Ich liebe allein diesen TV-Total, diese Knöpfchen mit den kleinen Videos, wo da einfach sowas ein, oh, es macht so Spaß, hör mal. Das ist einfach mal so einen dummen Spruch da reinhauen und so. Ja. Und das ist auch alles wieder nur durch Kommunikation entstanden. Ja? Der Trax, von dem wir das Tool haben, Trax Media, übrigens an dieser Stelle schöne Grüße, genau. Ist ja damals an mich rangetreten, weil er mitgekriegt hat, ich suche jemanden, der so ein Twitter-Tool, ein gescheites, zusammenklöppeln kann. Das hat er gemacht. Darauf hatten wir wieder viel Feedback von anderen Leuten bekommen und dann dachte ich, ja, es wäre doch auch dasselbe oder es wäre auch ziemlich cool, wenn er halt eben so ein Knöpfchen drücken, TV-Totalmäßigen, so eine Videoeinblendung laufen lassen könnte. Er sagt, es geht, kein Problem, hat das umgesetzt und na, jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Also geiler geht's eigentlich nicht. Genau, und das wird stetig eigentlich weiterentwickelt. Und dann gibt es hier nochmal irgendwo was, wo man sagt, oh, das wäre noch cool und das wäre noch cool. Und das ist eigentlich, siehst du mich als Konkurrenz eigentlich an, so wenn wir zusammen streamen oder was bin ich für dich? Überhaupt gar nicht. Wir machen, so will ich also, Aufrufe, scheiße. Ach, das hat mit Aufrufen noch nichts zu tun. Ja, das hat, ohne Scheiß, das hat wirklich mit Aufrufen nichts zu tun. Das ist so, wenn du online gehst, kriege ich ja über Pushbullet die Nachricht von wegen hier, guck mal, der Krieger geht online. Und natürlich sehe ich dann auch, dass der ein oder andere bei mir im Chat halt irgendwie sagt, oh, Krieger ist online, da muss ich gleich mal eben kurz reingucken. Ich sehe es aber auch genauso, dass Leute bei mir reinkommen und sagen, ich komme gerade von Krieger, ich muss jetzt aber bei dir erstmal, keine Ahnung, eine Stunde Battlefield oder H1Z1 spiele ich gerade im Battle-Royale-Modus sehr ausgiebig. Übrigens ein super geiles Spiel. Also die Konkurrenz ist da bei mir überhaupt gar nicht angedacht. Wir sind auf derselben Plattform, es funktioniert irgendwie, man kann sich zwischendurch immer mal ein paar Leute hin und her schieben, vielleicht mit einem Raid oder auch einfach nur so durchgrüßen und das ist einfach so dieser Fun-Faktor, dieser Spaß-Faktor. Das ist halt Stream irgendwo, ne? Also zumal, ich finde nicht, dass liebe Freunde, ihr habt auch die Möglichkeit mit VG-Streams beide zu unterstützen. Das ist ein Programm, da könnt ihr die Plattformen eintragen, die ihr sehen wollt oder die Streamer eintragen, die ihr sehen wollt. Und dann switcht ihr einfach nachher nur hin und her. Ihr habt beide alle möglichen Chatfenster auf, ihr könnt überall dabei sein, ihr könnt eigentlich nichts verpassen, was auch ziemlich nice ist, nur mal so nebenbei. Stimmt. Und ihr könnt so alle unterstützen, die ihr unterstützen wollt. Ganz genau. Also wenn man beiden oder mehreren Leuten gleichzeitig zugucken will. Wir hatten das jetzt letztens bei diesem Support Our Bro Stream, da habe ich 4 Streams gleichzeitig aufgemacht, weil alle diese Donations von den Kollegen halt eingeblendet haben. Und da konnte man richtig schön sehen, wie die 4 verschiedenen Streamer auf die gleiche Spende reagiert haben. Das war sehr witzig anzusehen. Auch das geht damit. Okay. Ja. Wir werden übrigens auch mal zusammen streamen. Ne? Wir werden mal hier so ein Counter-Strike-Streamchen machen. Ne? Der Krieger ist ja jetzt auf dem PC auch manchmal aktiv. Ja. Und zerrupft die Gegner wirklich in Counter-Strike. Also ich muss ehrlich sagen, ich stehe ja schon ab und zu, stehe ich immer so im Mittelfeld oder auch mal oben, wo ich mich wirklich frage, was sind das für Bots, gegen die ich spielen muss? Also ohne Witz, ohne das Böse zu meinen, aber ich sehe mich definitiv nicht als guter PC-Spieler an, aber ich habe auch mal meine Glanzstunden. Da ist da ein Turn-On bei, da kannst du aber schon mal Montage-Stuff draufkriegen, sage ich mal. Krieger, ich bin bereit. Sag einfach wann und wo. Boah. Ja, ich werde mir einen schönen Tag aussuchen. Wünsche gerne in den Kommentaren. Und H1Z1 gibt es bei dir? H1Z1, Battlefield, zwischendurch ein bisschen COD, natürlich auch ab und zu mal CSGO, logischerweise. Das sind so die Hauptspiele und speziell an einem Montagabend ist bei mir immer so ein Testen, Ausprobieren-Stream. Also da wird nicht so viel gespielt, da wird eher am Stream ein bisschen geschraubt, geguckt, dass man ein paar neue Funktionen reinbringen kann. Und natürlich spielt man da auch ein bisschen was und genau an dem Tag teste ich auch gerne mal so ein paar andere Spiele aus, die
Ja, vielleicht so nicht so einen so regulären Platz bei mir halt haben. Und Z1 hat's. Die Skylines kann ich dir empfehlen. Ja, das. Ach, ja, ach, da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ist ein geiles Spiel, aber da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Kennst du das, wenn du die ganzen Bilder siehst, wie geil so die Städte aussehen bei anderen und dann willst du das nachbauen und denkst einfach nur so. Und das wird völlig runzig, genau. Du baust, weißt du, du baust die perfekte Stadt, ja, Kriegertopia beispielsweise, ja, und dann wird daraus einfach so eine Gammelhochburg, keine Ahnung, ja, alles geht kaputt, alle sterben und so, nee, das ist alle pleite, alle arbeitslos, ja, doof gelaufen. Aufgeschissen. Ja. Naja, ich würde sagen, ich bedanke mich bei dir, Jim, und schön, dass du mal wieder Zeit hattest. Ja. Und auf geht's in den Stream. Checkt mal unten die Streaming-Kanäle ab vom Jim und von mir und wir sind jetzt raus. Gut Schuss, sage ich, und das Schlusswort kriegt ihr, Jim. Mein Name ist Jim Panz und ich sage danke fürs Zuschauen. Ihr seht den Commander in seinem nächsten Video. Bis dann. Ciao und tschüss.